Einige von euch wissen vielleicht, dass ich auf dem Weg bin, katholischer Diakon zu werden. Heute hat mich einer meiner Kollegen gefragt, wie es mir damit geht, dass es in ein paar Wochen soweit ist, dass wir gemeinsam geweiht werden. Das hat mich ziemlich nachdenklich gemacht und die Antwort, die ich ihm gegeben habe, die gibt's hier im Video. Erstmal zur Erklärung. Ein katholischer Diakon ist auch ein Kleriker wie ein Priester. Er darf Menschen beerdigen, er darf Menschen taufen, er darf Menschen verheiraten. Er darf nicht die Beichte abnehmen und er darf nicht einer Messfeier vorstehen, er darf nicht Eucharistie feiern. Aber vor allem ist der Diakon ein Diener der Gemeinde. Er ist derjenige in der Gemeinde, der darauf achten soll, dass die Armen, Schwachen und Kranken nicht zu kurz kommen. Er soll die Stimme der Armen, Schwachen und Kranken sein. Ich selber bin ja von der Ausbildung her Sozialpädagoge und habe mich deswegen auch für die Aufgabe, für das Amt des Diakons interessiert, weil ich es wichtig finde und ich hoffe, das merkt man hier auch auf diesem Kanal, eine Stimme für die Armen, für die Schwachen, für die Kranken zu sein und ihnen auch konkret zu helfen. Trotzdem hat mich die Frage, was macht das mit dir, in ein paar Wochen geweiht zu werden? Freust du dich auf die Weihe? Sehr nachdenklich gemacht, weil ich muss eins sagen, ich freue mich nicht. Das hauptsächliche Gefühl, was ich empfinde, ist Scham und ich habe ein schlechtes Gewissen. Weil der Diakon, ich habe es gesagt, ist ein Kleriker und deswegen dürfen das nur Männer werden. Das war mir natürlich bewusst, bevor ich diesen Weg zum Diakon angetreten habe. Aber die Tatsache, dass Frauen kein Diakon werden dürfen, war für mich immer ein Grund zu zweifeln und vielleicht diesen Weg nicht zu gehen. Ich habe etliche Frauen in meiner Umgebung gefragt, die kirchlich aktiv sind und die gläubig sind und die teilweise selber sagen, dass sie Diakonin werden wollen. Oder noch besser gesagt, die sagen, ich selbst als Frau bin berufen, Diakonin zu werden. Nur die Regeln der Kirche stehen meiner Berufung im Weg. Das theologisch aufzuarbeiten ist ein ganz eigenes Thema. Viele dieser Frauen haben mir gesagt, dass es zwei unterschiedliche Themen sind, um die es sich hier dreht. Das eine Thema ist, dass Frauen ungerecht behandelt werden. Und das andere Thema ist, ob ich dazu berufen bin, Diakon zu werden oder nicht. Ich kann diese Themen aber nicht einfach so trennen. Für mich fühlt es sich so an, dass ich diese Diskriminierung von Frauen unterstütze, indem ich diesem Ruf zum Diakon folge und mich weihen lasse. Ich weiß nicht, was das schlussendlich ethisch-moralisch für mich bedeutet, ob das eigentlich bedeutet, dass ich diesen Weg nicht gehen darf. Das wäre meine Frage an euch. Was würdet ihr tun? Ich finde es zum Kotzen, dass die Situation so ist, wie sie ist. Ich kenne so, so viele Frauen, die diesen Job so, so viel besser machen würden als ich. Es ist einfach unfassbar ungerecht. Und die Kirche von Jesus Christus darf einfach nicht ungerecht sein. Ich verstehe überhaupt nicht, warum das überhaupt noch ein Diskussionsthema sein kann. Und das macht mich echt unfassbar zornig, traurig und wütend. Mehr zum Thema Diakonat findet ihr hier. Und wenn ihr keinen meiner Zornausbrüche verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke.